Boah, Leute, hier sind die Surf and Turf. Hier ist die Special Ramen, ne? Mit Shoyu-Brühe. Hallo Freunde, ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal und heute sind wir hier in Düsseldorf im japanischen Viertel. Du kannst ja mal... Genau, und wir waren gerade hier in einem Supermarkt, in einem japanischen, und da gab es hier Banbao. Damit wollte ich einfach direkt mal das Video starten. Das sind so gedämpfter Hefeteig, herzhaft mit Gemüse- und Tofu-Füllung. Und das Ganze muss man 30 Sekunden erwärmen. Und wir dachten uns so, ja, wie machen wir das jetzt? Und die haben einfach eine Mikrowelle da drin, die extra dafür gedacht ist. Mit dem Plastik, ja, ne? Ja, ich habe ihn gefragt und er meinte, ja, mach mit Plastik rein. Weil wäre ja auch ein bisschen unhygienisch, wenn da jeder sein Ding... Ja, das so. Stimmt. Dampfnudeln, oha, ne? Oha, was ganz anderes. Mhm. Der Teig, sehr süß. Mhm. Die Füllung, salzig, süßlich. Mhm. Also der Teig hat was von süßlichen Germknödeln. Das ist eigentlich viel wie Germknödel. Die Füllung, das sind Zwiebeln, Karotten, Tofu. Also ob da jetzt Fleisch oder Tofu drin ist, macht glaube ich keinen Unterschied. Das schmeckt auch nach Fleisch, ehrlich gesagt. Das könnte auch ein Hähnchen sein, was klein gehäckselt ist oder so. Lauchzwiebeln sehe ich dann noch. Ja, es hat auch eine leicht bittere, aber nicht ekelhaft bitter, sondern schöne bittere Note drin. Ich kann es gar nicht genau beschreiben. Irgendeine asiatische Soße ist das auf jeden Fall. Hat nur Nudeln? Also nur... Ja, Hefeteig. Leicht süßlich, leicht bitter, finde ich. Herzhaft. Aber ist ein sehr geiler Snack. Also ich finde es geil. Ja, das stimmt. Geil. Ne? Irgendwie. Der Teig ist ein bisschen süßig, ne? Ja. Also wenn man das Gemüse so sieht. Ich feiere so Gemüse immer nicht, wenn das so aussieht. Also so, ja, ja, ich weiß. Weg, aber es, da muss man wirklich einfach nur reinbeißen. So mal vom Seitenprofil. Also so wie geil das sich durchbeißen lässt. So. Ja. So richtig schön chewy, so. Fies. Wirklich ein geiler Snack. Da frage ich mich echt, warum haben unsere Läden das nicht? Wahrscheinlich die Nachfrage nicht, ja, da oder so, ne? Aber das sind viel geilere so Zwischendurch-Snacks. Als bei uns jetzt, wenn ich mir bei uns im Supermarkt angucke, was man da so auf der Salatbar sich mitging, also ja, Kartoffelsalat mit Mayo von vor 2 Tagen. Ja. Und hier kann man sogar richtig warm machen. Das ist auch richtig warm. Also. Ja. Aber ich bin ehrlich, mehr als einer. Wie viel hat denn jetzt einer gekostet? 2,50 Euro. Okay. 2,50 Euro oder sogar 3 Euro. Auf jeden Fall waren da so mehrere Preise, weil es gab mit Tofu, es gab vegan, es gab mit Hähnchen. Aber schmeckt definitiv geil. Also für die Veganer unter euch, probiert's. Achso, und eine Sache habe ich noch. War auch teuer. Blueberry Cream Mochi. Okay, warum Blueberry Cream? Weil ich das mag. Okay. Also ich hatte ja schon mal Mochis probiert, aber die fand ich eklig. Ja. Und ich bin gespannt, wie es jetzt ist, weil boah, diese Konsistenz, das ist ja so Reisteig. Und drumherum ist irgendwie so ein ganz anderer Puderzucker nochmal als bei uns. Ja. Boah. Boah. Yeah. Schmeckt sehr geil. Schmeckt sehr geil. Komm, böse. Also, ich kann es gar nicht beschreiben. Blueberry, auch irgendwie nach Pflaume. Konsistenz ist halt gewöhnungsbedürftig, aber es schmeckt geil. Also, es schmeckt nicht so wie die Mochis, die ich probiert habe, die ich alle eklig fand. Das ist richtig geil an. Ja, ich würde da so gern drauf schlafen. Die schlagen das ja richtig, die schlagen den Reisteig den ganzen Zeit auf so Dinger drauf, ne? Echt? Ja. Ich habe das auch eben ein bisschen krass dargestellt, weil ich finde es halt gut, aber jetzt nicht überragend. Also ich würde es mir jetzt, glaube ich, nicht regelmäßig kaufen und essen. Also, nur ich war halt so enttäuscht von den anderen Mochis, die ich bis jetzt probiert habe. Und dahingegen ist das wirklich in Ordnung.
Okay, und gleich gibt's Rahmen, Leute. Oh. Echt, ne? Ja. So Leute, wir sind jetzt hier in diesem Takumi-Rahmenladen, den ich eben gefilmt habe. Ihr habt ja die Schlange gesehen, also das ist gestört und angeblich ist es anscheinend immer so. Oh, ich habe hier auch schon direkt einen Grüntee bekommen. Ja. Sieht richtig geil aus. So in diesem Ding, ne? Hm. Und ja, wir kriegen gleich die Rahmen. Ich habe jetzt Surf and Turf genommen. Also das ist so mit Chicken, glaube ich, frittierten, mit Garnelen und ich habe jetzt genau Miso, Spicy Miso-Brühe. Ich bin sehr gespannt. Danach will ich auf jeden Fall auch noch Tonkotsu-Brühe probieren. Also wir versuchen jetzt zwei Rahmen zu bekommen. Und was richtig geil ist, also hier ist komplett voll und das ist wohl der beste Rahmenladen, glaube ich, sogar in Deutschland, wenn nicht sogar in Europa. Oha. Deswegen, ich bin sehr gehypt auf diese Rahmen gleich. Ihr gönnt euch diese geilen Details. Einfach Soup-Rahmen so, aber es sieht halt aus wie Supreme und quasi so hier mit diesem Takumi-Logo, finde ich richtig geil gemacht. Sapporo-Rahmen Japan Quality. Boah, Leute, hier sind die Surf and Turf Pak Choi, geröstete Zwiebeln. Hier haben wir, ich glaube, das ist der frittierte Hähnchenfleisch, dann Garnelen, wir haben eine wunderbare Miso-Brühe, ein Ei. Und was hast du nochmal? Ich weiß nicht. Wie hieß das nochmal? Miso. Ja, auf jeden Fall Miso. Gestört aus. Oh, gönnt euch hier diese Fettschicht, die sich hier bildet. Das ist immer ein Zeichen von guten Rahmen. Gleich. Und dann wisst ihr, die Brühe hat lang genug gegart. Boah, das sieht so geil aus. Itadakimasu. Alter, die Nudeln müssen wir auch sehen. Boah, hier sind, so sehen die Nudeln aus. Hm. Auto Fokus. Ja. Alter, hat jetzt schon so eine Umami-Klatsche. Echt? Ja. Und die Nudeln sind, haben so eine geile Bissfestigkeit. Welche Brühe hast du? Tonkotsu? Okay, warte. Welche Brühe hast du? Shuyu. Ne, Miso. Miso Spicy. Beide Miso. Ja. Oh, Miso Spicy klingt echt spicy. Ich nehme jetzt mal so ein Chicken. Wie denn, du willst mich filmen? Alter, dieses Chicken. Echt? Ach du Scheiße. Mann, hör auf. Ich schwöre. Alter. Ah, du hast ja kein Chicken, ne? Das ist nicht stimmt. Die Panade, der ganze Teig. Boah. Also ich muss sagen, die Brühe, ich dachte, die werden noch krasser. Ich habe schon mal noch krassere Brühe gegessen. Mhm. Aber alles andere, also die Nudeln sind so geil, die haben so eine Biss, die sind so wie Kaugummi, nur dass sie sich halt auflösen. Ja. Boah, das ist... Jetzt probiere ich mal Pak Choi. Pak Choi auch richtig frisch, extrem lecker. Wer ist, weil war frisch? Pak Choi. Wie sieht der Schweinebauch? Das ist so. Wie ist die Special-Rahmen, ne? Mit Shoyu-Brühe. Hier, guckt euch das Ei an. Komplett flüssig und auch leicht braun, weil das ja einen Tag lang eingelegt wird oder mehrere Tage. Man schmeckt richtig die Sojasauce. Es ist richtig lecker, weil es in der Mitte einfach flüssig ist. Wirklich sehr, sehr lecker. Wir gucken, Alex, das erste Mal Rahmen, ne? Also nee, also erste Mal richtige. Was sagst du? Ihr müsst wissen, der ist immer sehr, sehr... Okay, ich probiere jetzt die hier, Leute. Alter, boah, doch, die Brühe ist... Die ist geht so, also vielleicht muss man die auch noch mischen, aber die ist gestört, das ist eine richtige Brühe, da wird man süchtig, wirklich. Das hätte ich mir auch so probieren. Das ist Tonkotsu, ne? Nein, Shoyu. Das ist Shoyu-Brühe. Wo ich dir gesagt habe, da wird man wirklich süchtig. Ja, er hat mich unter Druck gesetzt und deswegen habe ich die falsche Entscheidung. Boah, man sieht sogar die Knoblauchstückchen in der Brühe schwimmen. Ja, schon. Geil, oder? Kann ich deine Brühe auch mal probieren? Boah.
die ist auch so gestört. Okay Leute, also jetzt alle drei probiert, ihr habt es ja gesehen und ich muss sagen, alle drei sind wirklich auf einem ganz hohen Level. Boah. Also meine Brühe ist halt schön scharf, aber eben meinte ich ja, dass sie nicht so stark im Geschmack ist, aber ich finde jetzt schon, also irgendwie, ja, vielleicht, man muss auch manchmal umrühren. Alter, ich probiere jetzt auch nochmal eine Garnele, das habe ich ja noch gar nicht gemacht. Takumi First oder einfach Takumi, wie der Laden auch heißt, geht hier hin. Es ist unfassbar lecker, es ist gestört, also vor allen Dingen, dieses Crunchy Chicken, das ist so krass, das ist gruselig. Okay Leute, wir haben jetzt hier auch nochmal ein Stück Schweinebauch. Das ist ja quasi die Königsdisziplin beim Ramen. Man darf ja auch mal die Artgenossen probieren. Boah, auch sehr krass. Da merkt man, oh, das wurde 10, 15 Stunden gegart oder so. Ich finde richtig, der Schweinegeschmack kommt komplett raus. So Leute, wir haben jetzt Tonkotsu, hier filmen wir die Fettpartikel und so. Hier wieder das Ei. Ich habe mir einfach noch eine bestellt, weil es so geil ist. Hier geröstete Zwiebeln, kommen die Nudeln raus. Und ich bin sehr gespannt auf die Tonkotsu-Brühe. Ich würde sagen, nochmal ganz anders. Aber sehr, sehr lecker. Boah. Also sehr schweinig. Ja, es schmeckt einfach Schwein raus. Das wird ja Tonkotsu-Brühe, wird ja Schweinefüße oft oder halt eben Knochen reingemacht und dann einfach 10, 20, 30 Stunden gebrüht. Ja. Aber ich muss sagen, es schmeckt sehr lecker. Mal gucken, wie es schmeckt, wenn ich es jetzt hier mit den Nudeln so verbinde. Wenn die Nudeln das auch vollsaugen, diese Schweinebrühe, so, die hat einen sehr intensiven Geschmack. Oh, der Schweinebauch mit den gerösteten Zwiebeln matcht richtig gut. Ist fast wie so eine Panade, kann man fast sagen. Also, Tonkotsu auch sehr lecker hier. Hier haben wir nochmal die übergeilen Chicken. Also, das Chicken hier ist, das ist ein anderes Level, wirklich jetzt. Vielleicht irgendwann ein Rezeptvideo. Das ist sehr heiß, oder? Ja, ja, ist heiß. Sehr heiß. Ja. Aber nein, also du brauchst nicht pusten eigentlich. Ja, schmeckt. Also die Brühe hat Substanz sozusagen. Also schmeckt nicht wie Suppe oder so. Ja. Brühe, sondern wirklich, dass da so wie so eine. Ja, ja. So ja. Und, cremig. Und ja, so, ja, genau, so cremig, so intensiver. Heftig. Ja, ja. Finde ich auch sehr geil. Okay Leute, wir waren jetzt nochmal im Supermarkt und ich habe mir hier so Honigmelonensaft oder was auch immer geholt. Mhm. Und hier so Yuzuka. Ich glaube, das ist aus dieser Jutsu-Frucht. Ich bin echt gespannt. Boah, riecht wie Grapefruit. Noch eins? Schmeckt sehr, sehr geil. Hat so ein bisschen was von Fritz Cola. Ja, von Fritz Cola so. Also natürlich, weil es auch eine Glasflasche ist. Schmeckt so ein bisschen zwischen Zitrone und Grapefruit. Mhm. So leicht bitter, trotzdem noch nach Zitrone. Mhm. Die ist schon mal richtig geil. Also super, finde ich sehr, sehr lecker. Was? Tony, komm, zieh Tony. Ich will Alex gerne rausschneiden. Scheiße, da kommt Auto. Mhm. Geil, ne? Das ist mal eine Abwechslung. Ich glaube auch mit Woddy kommt der Böse. Mir wird es wahrscheinlich mit weniger Zucker mehr gefallen, glaube ich. Oha! Also so der Anfangsgeschmack war top und danach war es ein bisschen zu süß. Weißt ja, verstehe. Aber es ist sowieso ein Mittelding zwischen dem und Zitronenwasser, weißt du wer? Ja. Ja. Okay, Honigmelone liebe ich ja so. Cool. Also hier sieht es nochmal genau. Schmeckt echt gut. Schmeckt geil, ne? Richtig, aber fruchtig. Warte. Ist durchsichtig einfach. Ich bin gespannt. Das ist Ramune, ne? Oh, das ist sogar auch mit. Das ist Ramune. Was ist Ramune?
japanische Limonade. Ah, das ist quasi japanische Limonade, auch mit Gas, wie ich gerade gemerkt habe. Mit Gas? Gas. Boah. Mach ruhig. Schmeckt geil. Ja, einfach Limonade mit Honigmelonengeschmack. Wir haben. Warte, Auto kommt. Von 4Bro gibt es so einen Honigmelonen-Eistee. Genauso schmeckt das eigentlich nur mit Kohlensäure halt noch zusätzlich. Aber Tesla, man hört den gar nicht. Also finde ich geil. Mhm. Aber ich mag auch Honigmelonen. Riecht schon mal. Hat aber auch viel Zucker, ne? Mhm. Warte, da kommt auch so. Komplett dieses Video ist richtig. Ja, warte. Ja, schmeckt schön künstlich, also so, ja. Finde ich, aber es macht irgendwas Gutes. Also. Ne? Und auch die Kohlensäure ist angenehm, ja. Finde ich. Ja. Okay, Freunde, wir sind jetzt hier in diesem Supermarkt, Hanaro Market bei Kim's. Und genau, der ist, wie ihr seht, Korean, Japanese, Asian Supermarkt. Also, und jetzt haben wir hier so Onigiri geholt. Da bin ich sehr gespannt drauf. Es ist jetzt hier Onigiri mit Teriyaki-Hähnchen. Also generell finde ich es schon mal sowieso ganz fragwürdig, warum das nicht in ganz Deutschland gibt. Ja, ich probiere es jetzt. Mhm. Welchen Geschmack hast du? Hähnchen Teriyaki. Okay. Boah, echt geil. Echt? Umami-Klatsche kriegt man direkt ins Gesicht. Mhm. Schmeckt süßlich, halt Teriyaki-Soße. Salzig. Der Reis hat auch die perfekte Konsistenz, so einfach richtig geil. Also, es ist mal ein sehr abwechslungsreicher und sehr geiler Snack für zwischendurch. So, gerade auch wenn man Fitness macht und so. Du meinst das clean oder schmeckt das schon so ein bisschen nach Öl und... Also ist auf jeden Fall Fett drinne. Ja. Also aber schmeckst glaub, du die oder? Die Ratio ist in Ordnung. Okay. Ist halt großer Reis. Mhm. Ich find's echt geil. Also, ganz ehrlich, Rewe, Penny, Aldi, Edeka, macht das nach? Meinst du preisgerechtfertigt oder? Stimmt, 2,60. Mhm. Es ist schon teuer. Mhm. Aber es ist für auch fast geil. Nur Reis, ne, halt. Ja, aber es ist auch geil. Es ist halt ein richtig geiler Snack so. Ja. Für zwischendurch, weil. Es stimmt schon, es ist teuer, auf jeden Fall. Selber machen wäre billiger. Aber für so kurz mitnehmen, 2,60 rein, schnell essen und man braucht wirklich keinen. Man braucht ja kein Besteck oder so. Ja. Gestört. Ist echt gestört. Am Fingerfehler. Mhm. Po-Reis auf jeden Fall geil, aber ich habe noch nicht diesen Rindgeschmack. Ja, schmeckt so ein bisschen in Richtung wie Mante, also so das Fleisch. In wie was? Manti, Mante, Pelmeni. Nicht? Nö. Wie Pelmeni, kennst du nicht Pelmeni und Manti? Nee. So Teigtaschen mit Fleischfüllung. Pirogi. So ach so, ja. Ja. Also so, ich glaube, das schmeckt so ein bisschen wie diese Rindfleischfüllung davon, aber okay. Probier doch ja, auch mal. Das wird auch ähnlich sein. Jawohl, ich hab's bezahlt und du sollst probieren und beißt es alles ab. Also ich fand Teriyaki geiler. Mhm. Ich finde aber beide geil. Ach so. Und ich find's nochmal geiler mit diesem Nori-Blatt. Also gibt nochmal so einen geilen Touch dazu. Mit dem Ikigai, ne? Ja, aber ich hab das auch das Gefühl, bei mir war viel mehr drin als bei dem jetzt. Ja. Trotzdem, ich find's geil. Mhm. Also auf jeden Fall werde ich mir die da auch mal selber machen und einfach so als Snacks so mäßig bunkern. Ja.